Ja, moin zusammen. Hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Und neben mir sitzt Michael Scharmberg von der Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist. Genau. Er hat mich heute besucht, um mein Auto mal anzuschauen. Das Video auf seinem Kanal könnt ihr euch auch noch angucken. Ich habe dem Michael gesagt, dass ich ihn heute überraschen will. Und deswegen fahren wir heute an eine bestimmte Location. Und dann nehme ich euch mal mit, weil vielleicht interessiert euch das auch. Also bleibt dran. So, Michael, wir sind angekommen. Was ich dir zeigen wollte, war das Zentrum für Automobilkultur und Mobilität, da wo meine Firma auch sitzt, in dem Gebäude. Aber nicht nur das, das wäre ja zu banal. Ich wollte dir eigentlich das berühmteste Elektroauto der Welt zeigen. Oh. Weißt du, welches das ist? Dann bin ich mal gespannt. Kennst du vielleicht lustige Taschenbücher von Walt Disney? Ja. Entenhausen? Ja. Kennst du Oma Duck? Ja. Weißt du, welches Auto sie fuhr? Ich habe die Dinger früher verschlungen, aber nee, muss ich mal überlegen. Ja, es ist tatsächlich so, Oma Duck, also die Großmutter von Donald Duck, fuhr ein Elektroauto. Okay. Und zwar ein Auto, was es tatsächlich gab, und zwar ein Detroit Electric. Und du glaubst es nicht, dieser Wagen, also nicht der von Oma Duck, aber ein baugleiches Fahrzeug, ist hier ausgestellt seit ein paar Wochen, ungefähr noch bis Ende November. Ja, das ist so cool. Und zwar ist der Baujahr 1912. Boah! Und den zeige ja, ich dir jetzt. Ich glaube, ich erinnere mich tatsächlich. Ich bin gespannt. Darf ich vorstellen? Ja. Detroit Electric Roadster. Wahnsinn. So, jetzt schätze mal, welche elektrischen Daten der hat. Auf dem Papier hatte dieses Auto eine Reichweite von 130 Kilometern. Nein. Und in der Realität bis zu 300 tatsächlich Kilometer Reichweite. Und zwar hat er eine Höchstgeschwindigkeit von, okay, nur 32 km/h. Okay. Aber immerhin, ich meine, für den Stadtverkehr damals um 1910 völlig ausreichend. Ja. Natürlich war das nur ein Auto für die Stadt, ist ja klar. Benzin oder Strom, da steht es noch dran. Ja. Und es heißt ja auch, die ersten Autos wurden ja elektrisch betrieben in der Tat. Ja, man es war tatsächlich so, dass ja. bis 1920 gar nicht klar war, ob sich Elektroautos oder Benzinautos ja, durchsetzen. Das stimmt. Erst ab so 1920 und natürlich dann mit Henry Ford und seinem Teammodell haben sich die Verbrenner durchgesetzt. Und es gab teilweise in New York eine Anzahl von 50% Elektroautos im Straßenverkehr da. 50%? 50%. Da sind wir erst nächstes Jahr wieder. Ja, da kommen wir auch noch wieder hin. Der Rest waren halt Dampfwagen oder eben 20% Verbrenner. Und naja, das ist einer der ersten. Um 1900 waren in den USA 40% der Autos Dampfwagen, 38% Elektrowagen und 22% Benzinautos. In New York gab es um 1901 sogar einen Anteil von 50% Elektroautos. Detroit Electric begann 1907 mit der Produktion von Elektroautos. Das Modell C war ein zweisitziges Coupé, Modell D war viersitzig und wurde auch Brougham genannt. Höchstgeschwindigkeit war 55 km/h bei einer Reichweite von bis 120 km. 1908 folgte das Modell L als Roadster. Also, da wissen wir, woher Tesla seine Anregung bekommt. In der Werbung wurde die Reichweite des Roadster mit einer Batterieladung mit 80 Meilen angegeben, das sind 130 Kilometer. Jedoch wurden in Tests Reichweiten bis 211 Meilen erzielt, das sind 340 Kilometer. Insgesamt wurden rund 12.300 E-Autos und 535 Elektro-Lkw hergestellt. Zu den bekanntesten Besitzern von Detroit Electric Autos gehörten neben Oma Duck auch Thomas Alva Edison und John Rockefeller Jr. Außerdem Clara Ford, die Ehefrau von Henry Ford, die fuhr ebenfalls ab 1908 ein Detroit Electric. Ihr Mann schenkte ihr einen sogar mit Kindersitz. Um 2015 rum wollte Detroit Electric, inzwischen als Marke wieder auferstanden, einen neuen elektrischen Roadster auf den Markt bringen, den Detroit Electric SP01. Die Basis des SP01 war die gleiche wie beim Tesla Roadster und stammt von der Lotus Elise. Leider hat man nach den vielen Ankündigungen damals nicht mehr viel von dem Auto gehört. Schade eigentlich. Ja, im Grunde genommen Kutsche, ne? Das ist gleich der erste Nachfolger nach der Kutsche. Ja. Die Lenkstange. Fällt auch ist so geil, ne? Auge. Ja. Du musst mal unter das Auto gucken, dazu. Da sieht man den Motor. Ja. Und einen Direktantrieb, ne? Ja, direkt rein.
Aber der Akku sitzt wo? Der Akku sitzt da hinten im Kasten. Ach so, da hinten. Da gibt es bestimmt nicht mehr allzu viele von, ne? Ich weiß nicht, wie viel es davon noch gibt. Es wurden insgesamt von, also Detroit Electric hat von 1910 bis 1920 12.000 Elektroautos gebaut. Oha, okay. Und von diesem hier weiß ich nicht, wie viel es davon noch gibt. Charakteristisch, Pinstriping, es ist gemalt, nicht aufgeklebt, so wie heute mit Folien, sondern wirklich mit einem langen Pinsel per Handarbeit, kann man an den unterschiedlichen Stärken sehen, echte Handarbeit. Naja, bei 2000 Autos pro Jahr kann man das noch machen. Ne? Ja. Also der Preis damals war übrigens $2,500. Was 10-mal mehr war, als am Ende das Teammodell kostete. Das kostete nämlich $250. Also kann man sich mal ausrechnen, wer sich so ein Auto leisten konnte. Das waren natürlich nur die, die auch die Kohle hatten. Ne? Mm. Aber es gab damals ja eh noch nicht so viele Autos. Also das stimmt, ja. Das dürfte sogar noch ein Holz sein, ne? Ich schätze, ja. Ja. Genial. Und der ist jetzt hier nur leihweise sozusagen? Ja, der ist leihweise für eine kleine Sonderausstellung. Hier gibt es noch ein paar mehr Elektrofahrzeuge, also zum Beispiel hier der City-Stromer. Ah. Dieses komische Gefährt da, von dem ich nicht weiß, ist es eher ein Scherz oder ist es ernst gemeint? Oder das da hinten, dieser Liegeroller, da um die Säule rum. Ach Gott. Was auch noch schön ist, hier ist dieser Henny Kilowatt. Das ist irgendwie ein Renault-Chassis umgebaut und von einem amerikanischen Hersteller. Es wurden 100 Stück gebaut und 47 davon wurden nur verkauft. Oh. So in den 60ern war das. Das ist echt Kilowatt. Und in diesem Henny Kilowatt, da gibt es eine Anzeige für Ampere und für Volt. Man stelle sich das mal vor. Wer interessiert sich dafür, wie viel Ampere und Volt das Auto noch hat? Aber wahrscheinlich musste man das irgendwie zusammenrechnen, um den Batteriestatus sich selber auszurechnen, um zu gucken, wie weit man noch kommt. Michael, das war doch mal geil, oder? Ja, es war richtig geil. Ich bin total geflasht. Es freut mich ja, dass es dir gefallen hat. Hab mir gedacht, dass dich das interessiert. Ja, sehr, sehr. Und vor allem ist interessant, dass wir vor 110 Jahren so auf der Schwelle waren, wo das Elektroauto sich eigentlich fast durchgesetzt hätte. Und jetzt, 120 Jahre später, dreht sich das gerade wieder und wir sind wieder dabei. Und wir haben in dem Zuge über Disruption gesprochen und über VHS und wie hießen die anderen? Beta, ne? Betamax und genau. Video 2000. Was Video 2000 kann ich mich auch noch erinnern. Genau. Sonne-Rekorder waren das. Das Witzige war, ich war immer so ein bisschen der gegen den Strom schwamm. Ich hatte früher einen Video 2000-Rekorder. Und das wurde dann ein bisschen lästig, als die ganzen Videotheken leider keine Video 2000-Kassetten mehr hatten, sondern nur noch VHS. Also. Da war das Rennen natürlich gelaufen. Ja, so ist die Welt. Ne? Das ist dann irgendwann auch so, dass du halt als Verbrennerfahrer dann deine Verbrenner nicht mehr kaufen kannst, sondern alle Autohändler haben nur noch Elektroautos. Dann wird das Rennen auch gelaufen sein. Dann gibt es kaum auch Tankstellen. Dann gibt es genug Ladesäulen, aber keine Tankstellen. So wird es sein. Ob wir es noch erleben? Also unsere Kinder. Also wir vielleicht nicht, wir alten Knacker, aber unsere Kinder werden das erleben. Da könnt ihr sicher sein. Genau. Ja, achso, ist ja mein Video, nicht deins. Ja, ist deins. Also mir ist gerade sehr warm, weil, guck mal hier, wir sitzen hier im Auto und die Sonne brüllt. Und natürlich ist die Klimaanlage ist gerade aus, sonst rauscht das zu sehr. Aber ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was gelernt habt vielleicht und es euch Spaß gemacht hat, uns da zu begleiten bei dem kurzen Trip. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben. Michaels Kanal verlinke ich hier natürlich hier oben. Auch abonnieren, vor allem wenn ihr Probleme habt mit eurem Lack oder Karosserie, Jürs ist die erste Anlaufstelle. Genau, super. Und ansonsten abonniert mich natürlich, wenn es euch gefallen hat oder sagt es weiter und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.